Ulla Mothes. Geteilte Träume. Eine deutsche Familiengeschichte. Über mein Buch. Ich wollte ein Buch schreiben, das Leser in Ost und West dazu anstiftet, zusammenzufinden und neugierig aufeinander macht. Ich bin im nördlichen Brandenburg und Berlin aufgewachsen, wo das Buch hauptsächlich spielt. Wie Ernst in meinem Roman, habe auch ich den Aufnäherschwerter zu Pflugscharen getragen, wohl wissend, welche Repressionen da auf mich zukommen können. Ich bin von der Stasi bespitzelt worden, wie meine Figuren Ingrid und Bernhard. Und ich bin verhört worden mit der guten alten Good Cop, Bad Cop Methode, die auch Dicky und Specky in meinem Buch bei Rosa anwenden. 1986 durfte ich mit 22 Jahren ausreisen und die Mauer von der anderen Seite entschwinden sehen. Wie auch Petra in meinem Buch, nur dass Petra wesentlich mehr durchgemacht hat vorher. Im Gegensatz zu zwei meiner Protagonisten war mir das Glück beschieden, in der DDR nicht eingeknastet zu werden. Deshalb habe ich mit einem ehemaligen Häftling des Stasi-Untersuchungsgefängnisses in Berlin-Hohenschönhausen gesprochen. Und er hat mich durch das U-Boot geführt, den berüchtigten Keller, in dem meine Figur Bernhard einsitzt. Außerdem durfte ich mit einer Frau sprechen, die zeitgleich mit meiner Figur Petra politischer Häftling im Frauengefängnis Hoheneck war und dort gequält worden ist. Ich bin beiden Recherchepartnern sehr dankbar, dass sie sich dem Schmerz der Erinnerung gestellt haben für meinen Roman und ich so gewissermaßen authentisch Einblick geben darf. Den Kalten Krieg hat zwar der Westen gewonnen, aber für den Einheitsprozess ist es wichtig, Träume, die Menschen damals in der DDR hatten, zum Beispiel den Traum gleichberechtigter Teilhabe, ernst zu nehmen. Und deshalb gibt es in meinem Buch nicht nur Flucht und Repression, sondern auch die landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft Morgenröte, in der es basisdemokratisch zugeht. Und Protagonisten, die sehr fortschrittlich denken, wie viele Menschen damals in der DDR. Und die Träume haben, die viele Menschen heute teilen. Eine Familiengeschichte zur Zeit der deutschen Teilung. Eine Zwangsadoption. Ein salomonisches Urteil und ein Neuanfang.